In diesem Video geht es auch wieder um meine allererste Kunstausstellung, wie ich auch schon in einem Video davor gezeigt habe. Ich verlinke euch das mal oben in der Videobeschreibung bzw. in der Infobox. Ja, dieses Video hat den Schwerpunkt Schneiderkreide und ich habe zwei Kunstwerke damit erschaffen, die aus Schneiderkreide hergestellt worden sind, die ich im Wülfing Museum aus dem Museumsarchiv habe mitnehmen dürfen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit Pastellkreiden zu arbeiten hat etwas Entschleunigendes. Es macht sehr viel Spaß, man hat sehr viel Zeit, ein Motiv zu erarbeiten. Man kann sehr präzise damit arbeiten. Man bekommt staubige Finger, das muss man mögen. Aber es ist eine Methode, wie man mit wenig Aufwand ein sehr realistisches Bild zaubern kann. Und wenn man das Ganze dann noch irgendwie künstlerisch überdenkt, kann das ein ganz großes Kunstwerk werden. Und so bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, einfach mal Schneiderkreide für ein Gemälde zu benutzen, um damit ein Bild zu malen und das mit Softpastellkreiden noch aufzuwerten. Ich habe zwei Farben aus dem Wülfing Museum mitnehmen dürfen. Einmal ein hellblau und ein rosa. Die beiden Pastellkreiden bzw. die vier Stücke, ich hatte sogar noch mehr, ich habe schon in einem anderen Kunstwerk Pastellkreide benutzt, sehen ziemlich mitgenommen aus, teilweise auch sehr verblichen, aber ich habe festgestellt, dass wenn man sie benutzt, sind sie trotzdem sehr farbintensiv. Ich weiß nicht, wie langlebig dieses Bild sein wird. Ich weiß nicht, ob es verblassen wird. Die anderen Farben, die ich dazu gemischt habe, sind Künstlerqualität. Ich habe teilweise die Schminke Softpastelle benutzt. Ich habe aber auch die Jexel Softpastelle benutzt, die ja auch schon sehr hochwertig sind. Ich habe die Faber-Castell Pitt Graphit Stifte benutzt, um Details auszuarbeiten und natürlich auch, um das Bild vorzuskizzieren. Ich habe das mal gegoogelt. Ich habe bis jetzt keinen gefunden, der mit Schneiderkreide ein Kunstgemälde gemalt hat. Vielleicht bin ich jetzt die Erste und gehe damit in die Geschichte ein. Wer weiß das schon? Ich fände es jetzt gar nicht so schlecht. Ja, das Bild, was ich gemalt habe, heißt Stillleben mit Schneiderkreide. Wenn man sich das fertige Motiv so anschaut, dann wird man keine Schneiderkreide da drin sehen. Man muss das schon hinterfragen. Warum heißt das Bild so? Und wenn man weiß, wie es hergestellt wurde, wird es dann natürlich klar. Ich habe Schneiderkreide zum Malen benutzt und bin da hoffentlich die erste Künstlerin, die das überhaupt mal gewagt hat. Ja, das Motiv ist halt eben ein Stillleben, so wie es mich im Wülfing Museum inspiriert hat. Also die Webstühle brauchten ein Webschiffchen. Also habe ich eins gezeichnet. Ich habe natürlich auch noch Garnrollen gezeichnet in einer Holzschublade. Ich habe eine Vorlage benutzt, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich einfach nicht so viele Garnrollen zu Hause habe, um das jetzt irgendwie selber nachzustellen. Aber es ging mir jetzt auch gar nicht so um das Motiv, sondern eher um die Idee dahinter. Das Motiv der Baumwollblüte hat mich dann wohl im Wülfing Museum inspiriert, denn ich habe da anscheinend unterbewusst eine Pflanze bzw. eine Vase mit Baumwollblütenästen stehen sehen. Ich habe das schon mal kurz im anderen Video angesprochen und anscheinend habe ich deswegen dann die Baumwollblüte skizziert. Während des Malprozesses habe ich immer mal wieder abwechselnd die Schneiderkreide zu Hilfe genommen, um Farben aufzubauen. Habe ich dann natürlich auch mit den anderen Farben gemischt, sodass ich die Schneiderkreide nicht als Hauptfarbe benutzt habe, sondern halt eben immer mit den anderen Farben einigermaßen verblendet habe. Zum Verblenden habe ich dann entweder Make-up-Schwämmchen benutzt oder ich habe auch mit meinen Fingern verblendet. Ganz wichtig bei der Pastellmalerei ist es, dass man die Finger trocken hält, also nicht eingecremte Finger hat und auch keine nassen Hände, weil man sonst Klümpchen bildet, die man hinterher nicht mehr weggewischt bekommt. Auch fettige Haut zum Beispiel oder schwitzige Haut würde einen Flecken auf dem Bild hinterlassen, was hinterher nicht mehr wegzumachen geht. Also das bleibt halt immer auf diesem Bild drauf und das sieht einfach nicht mehr schön aus dann. Mit Schneiderkreide kann man natürlich nicht ganz so detailreich arbeiten. Das geht eher für die flächigen Arbeiten. Für die ganze Detailarbeit habe ich dann Pastellstifte benutzt. Jetzt würde ich euch einladen, einfach mal den Prozess ein bisschen zu genießen. Viel Spaß dabei! Thank you.
Fehlt noch die Verpackung von dem Kunstwerk, was mit Sicherheit nicht ganz so unempfindlich ist, was den Transport angeht. Und da habe ich mich für Luftpolsterfolie entschieden. Also habe ich alle meine gerahmten Werke eingepackt, sodass da unterwegs nichts passiert. Und damit ich mit dem Pastellbild besonders sorgfältig umgehe, habe ich mir das extra nochmal markiert, dass es sich um das Pastellbild handelt. Das Bild ist zwar fixiert, ich habe Fixativ drauf gesprüht, zwei Lagen. Das wird aber nicht für die Ewigkeit halten. Das weiß man bei Pastellbildern. Deswegen sollte man Pastellbilder gerahmt aufbewahren. Das zweite Bild, was ich hier im Making-of zeige, ist auch Oberthema Schneiderkreide. Und zwar habe ich hier mit einiger Vorarbeit ein Acrylbild erstellt, welches mit 3D-Effekten versehen wird. Aber dazu gleich mehr. Es musste ein ganz kleines bisschen Vorarbeit geleistet werden. So habe ich mir eine Videoaufnahme erstellt, in der Hoffnung, dass ich die fallende Schneiderkreide, den Aufprall davon so darstellen kann, dass das so wegexplodiert. Aber ich habe festgestellt, ich habe nicht die geeignete Kamera dafür, sodass ich das im richtigen Moment einfangen konnte. Also musste ich improvisieren und mir das Ganze ja vorstellen, wie das wohl aussehen könnte. Ich habe dann trotzdem meinen Faltenwurf als Vorlage genommen und habe den mit anderen Farben etwas umgesetzt, weil ich das Grau etwas langweilig fand und ich fand es mit einem Lila-Violett wesentlich spannender, vor allen Dingen auch passender zu den Schneiderkreiden, die ja blau und rosa sind. Da fand ich diese Mischung aus den beiden ganz gut passend dafür. Angefangen habe ich dann natürlich erstmal mit dem Acryl-Hintergrund. Den habe ich mir mit einem Aprikot oder Pfirsichfarben vorbereitet und bin dann mit den Farben von der Schneiderkreide, also in der Farbwelt der Schneiderkreide geblieben. Habe lila, habe
Pink, habe Rosatöne und Türkis-Blautöne genommen, habe die auf die Leinwand aufgetragen und bin ganz verrückt und frei mit der Sprühflasche dran gegangen, sodass ich einen wunderschönen Farbverlauf hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe dabei ein bisschen mein kleines Atelier hinter der Couch geflutet. Aber ich finde, das Ergebnis, das ist wirklich schön geworden, sodass ich da zufrieden mit bin. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und dann musste ich einen Faltenwurf malen. Das war eine kleine Herausforderung. Das war das erste Mal, dass ich mich so mit Stoff und Falten beschäftigt habe. Das ist auf jeden Fall eine super Übung gewesen für mich und das werde ich auf jeden Fall nochmal machen, weil mir das wirklich Spaß gemacht hat. Es war natürlich die Herausforderung, das Ganze umzusetzen in einer anderen Farbe. Ich hatte mir die Vorlage umgefärbt, sodass ich wenigstens ein bisschen eine Idee dazu hatte, wie das Ganze wohl anders aussehen könnte. Ja, und habe das dann versucht umzusetzen. Ja, und dann ging das Gematsche mit der Schneiderkreide los. Ich habe die Schneiderkreide genommen. Ich habe jeweils die Farben einzeln bearbeitet. Ich habe die blaue Schneiderkreide und die rosane Schneiderkreide erstmal grob zerbrochen und zerstoßen und bin dann mit dem Mörserstößel da drüber gegangen und habe mir da ein Pulver mit erstellt. Und als ich das Pulver fertig hatte, habe ich das mit Strukturpaste zusammengemischt und habe mit Hilfe von Wasser und der Strukturpaste und dem Pulver eine Masse erarbeitet, die ich dann plastisch als Schneiderkreide geformt habe. Der Clou daran ist halt, dass man eine unterschiedliche Größe von den Schneiderkreiden hat. Das soll so ein bisschen räumliche Wirkung erzielen. Schneiderkreide, die sozusagen mehr im Fokus des Betrachters liegt, sollte wesentlich größer sein. Die Schneiderkreide, die weiter hinten runterfällt, sollte wesentlich kleiner sein. Also man sollte schon erkennen, dass es sich nicht um die pure Schneiderkreide handelt, die ich da einfach auf die Leinwand geklebt habe, sondern da sollte man auch wieder drüber nachdenken, was ist da passiert? Wie geht das? Warum hat sie das so gemacht? Ja, hinterher musste hier noch ein schwarzer Stoff dran geklebt werden, denn ich weiß noch nicht hundertprozentig, wo das Bild dann stehen oder hängen wird, aber ich gehe davon aus, dass ich die Möglichkeit haben werde, das Bild auf eine Sackkarre zu stellen. Das würde da ganz gut hinpassen, glaube ich, von der Größe her auch, sodass ich den Hintergrund, also die Rückseite des Bildes, abgedeckt haben muss, damit es einfach ein bisschen schöner aussieht. Deswegen habe ich das noch ein bisschen beklebt. We'll be right back.
Ja, so langsam näher ich mich schon dem Endspurt. Ich habe mir noch einige Notizen gemacht, einige To-Do-Listen und Checklisten erstellt, in der Hoffnung, dass ich auch wirklich nichts vergessen habe, was wir noch für die Ausstellung brauchen. Ich bin nochmal in den Baumarkt gefahren, um nach Aufhängungsmöglichkeiten zu suchen, weil ich ja nicht weiß, wie ich das ungefähr zu hängen bekomme in dem Museum, da wir ja bestimmte Regeln haben, wie wir das aufhängen dürfen. Mittlerweile ist auch unser Ausstellungskatalog angekommen und der ist richtig schön geworden. Und ich musste noch kleinere Schilder vorbereiten, die ich an meine Kunstwerke hänge, und die mussten auch noch laminiert werden. Dadurch, dass mein alter Drucker den Geist aufgegeben hat, musste ich eine Arbeit wiederholen, die ich schon eigentlich vor Wochen fertig hatte. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Das Auto kann bepackt werden und dann geht's los in Richtung Rade vorm Wald zum Wülfing Museum. Ja, das war's auch schon. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch bitte gerne einen Like da und auch gerne einen Kommentar, falls du Anregungen hast oder Wünsche oder sonstiges. Ich würde auch noch mal so ein bisschen anteasern, dass ich tatsächlich auch noch Material hätte für ein drittes Making-of. Falls da Interesse besteht, dann meldet euch gerne auch in den Kommentaren, da würde ich mich super drüber freuen, denn meine Kunstwerke, die ich hier für die Ausstellung, für meine erste Ausstellung, ich bin ein ganz kleines bisschen stolz drauf und auch ein bisschen aufgeregt, geschaffen habe. Die habe ich natürlich alle mit viel Liebe geschaffen und dementsprechend dürfen die auch ruhig gewürdigt werden in Form eines Videos. Ich bedanke mich schon mal, dass ihr dabei gewesen seid. Ich verlinke euch auch noch den Kanal von der lieben Christine, die Initiatorin unserer Ausstellung, oben in der Infobox und auch in der Infobeschreibung. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, denn sie hat auch alle ihre Kunstwerke als Making-of und wir werden wahrscheinlich auch beide jeweils ein Video über die Ausstellung veröffentlichen. Also könnt ihr gespannt sein, was es da alles zu entdecken gibt. Ich hoffe, das Material, was ich euch hier gezeigt habe, zeigt schon ein bisschen, was euch erwarten könnte. Ich würde mich natürlich auch super freuen, wenn ich einen Teil meiner YouTube-Community auf der Ausstellung sehen würde. Das fände ich richtig cool. Also, save the date. Morgen ist es soweit. 14 Uhr geht es los mit der Vernissage. Also, erscheint gerne. Bis dahin, eure kreative Hexe, die Kati.